Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Notruf 112, Teil 2 mit dem DLC, die Freiwillige Feuerwehr. Mit dabei ist Pascal als Zuschauer. Hallo. Und wir haben noch den einen letzten Lehrgang, soweit ich das jetzt im Kopf habe, nämlich den für den Gruppenführer. Und ich würde sagen, dann machen wir uns auch gleich mal auf zur Wache und sprechen mit unserem Lehrgangsleiter. Kamera C, ja, genau. So, das ist doch Nimm dir Third immer ein Person. bisschen angenehmer. Naja, wenn ich hier ganz gegen die Wände haue, ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Es ist jedes Mal eine Umstellung, dass man nicht Shift drückt, um zu sprinten, sondern nicht Shift drückt, um zu sprinten. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt machen. Also, ich meine, das wird wahrscheinlich irgendwie ein Tutorial sein für den Leitstelle, den, wie heißt das? Gruppenführer. Gruppenführermodus. Ja, schon klar, aber du weißt, was ich meine, den Leitmodus mit Der Tech Leertaste. Review weiß ich gar nicht, ob der hier bei dir beigebracht wird. Ach so, ja Ich glaube, gut. es geht eher mehr darum, allgemein, was die Aufgaben sind unter dem. Ja, klar, der Vortrag sowieso noch, aber Ja, im Praxistest auch, weil ich denke mal, es wird wahrscheinlich die Feuerwehrpraxis und nicht die Spielpraxis beigebracht werden, weil also es wäre schon ein bisschen sehr, sehr awkward, wenn der Typ dir dann ein Menü erklären würde in diesem Spiel, ich weiß nicht, wie sie es anstelle von gelöst was haben, der also können sie Gruppenführer überraschen lassen. macht. Das werden wir sehen. Außerdem, du musst auch bedenken, das Spiel hat ja auch an sich noch ein Tutorial, wo das auch beigebracht wird, Ah, Tactical hallo. View einem. Ja, sehr gut. Ich denke Oben mal, Punkt abgeschnitten. 1 wird es. Der nächste Schritt deiner Ausbildung steht an. Du kannst nun an einem weiteren Lehrgang teilnehmen. Doch nicht. Alles klar? So, stelle ich mich wieder hier hin. Willkommen zum Gruppenführerlehrgang. Du hast bereits einiges an Wissen und Erfahrung gesammelt. Daher wollen wir im letzten Lehrgang dieses Wissen einem Praxistest unterziehen. Nach diesem wirst du in der Lage sein, selbst Einsätze zu leiten. Gehen wir zunächst deine Aufgaben als Gruppenführer im Einsatz durch. Hierbei trägst du die Verantwortung für die Sicherheit deiner Mannschaft. Um diese sicherzustellen, musst du gewisse Entscheidungen treffen. Nach dem Eintreffen am Einsatzort gilt es, die Lage festzustellen. Dabei werden Gefahrenquellen bewertet und sich für eine Vorgehensweise entschieden. Dies geschieht während der Ortsbegehung, bei der du alle wichtigen Punkte abgehst. Anschließend musst du als Gruppenführer die Informationen beurteilen und den Einsatz planen. Zur Planung gehört auch die Einteilung des Raumes. Wo sind die Gefahrenbereiche? Wo stehen die Fahrzeuge? Und wie muss die Einsatzstelle abgesichert werden? Danach muss der Gruppenführer seiner Mannschaft die Kommandos geben, wie sie den Einsatz abarbeitet. Dabei hilft es, wenn man zuvor Prioritäten setzt und diese entsprechend angeht. Beachte, dass sich in einem Einsatz spontan etwas verändern kann. Solche Änderungen musst du beobachten und flexibel darauf reagieren können. Gerade bei unvorhergesehenen Entwicklungen müssen zügig gegenwirkende Entscheidungen getroffen werden, um die Sicherheit der Mannschaft weiterhin gewährleisten zu können. Daher sollte der Gruppenführer Abstand halten und einen Überblick über die gesamte Einsatzstelle behalten. Seine Kommandos sollen zum Ziel haben, die Gefahrenstellen so schnell und effektiv wie möglich zu beseitigen. Du kennst bereits alle Funktionen, die die einzelnen Einsatzkräfte im Einsatz erfüllen. Damit solltest du in der Lage sein, einen Einsatz selbst zu leiten. Ich habe mit Heinz und Rainer ein Einsatzszenario. Deine Aufgabe wird es diesmal sein, den Einsatz zu leiten und zu entscheiden, was gemacht werden soll. Sobald der Einsatzalarm ertönt, wirst du mit dem HLF und deiner Mannschaft losfahren. Ich werde zwar vor Ort sein und dir Tipps geben, aber deine Rolle ist die des Gruppenführers und du gibst die Kommandos. Mach dich bereit. Wir sehen uns. Stell dir mal vor, das wäre so die Ausbildung für Gruppenführer. So ein Vortrag. Oh, ein Einsatz kam rein. Wie Wie unerwartet. überraschend. Brandschutz, Kleinflächenbrand. Einsatz für HLF 1. Drosselklinge. Ui. Na dann, auf Jetzt extra geht's. was hier in Brand gesteckt, oder was? Unsere Pyromanen-Kollegen. Er kennt's nicht, die Pyromanen-Kollegen. Na, was? Ne? Die müssen wir aber in Brand gesteckt haben. Extra für uns. Der Feuerwehrpyromane. Das kann ja auch ein Verkehrsunfall sein oder so. Mit Traumasepp. Wir was zu tun haben. Naja, es ist ja auch was zu tun. Muss das Gruppenführer auch Ja. gucken, dass das Fahrzeug sicher ist, dass du einen Aber ohne Brandschutz Einsatz hast du nichts bereitstellst zu tun. und Also musst du für Einsätze sorgen. ist wie beim Bausimulator, einfach mit der Bohrmaschine nochmal in den Boden bohren.
Oder mit irgendwelchen großen Ketten auf dem Straße Asphalt aufreißen, ne? fahren, ja. Ah, scheiße, aber leider einen Folgeauftrag Ah, generiert. sowas. Oder wenn der Sanitäter aus dem Bein gestellt hat. Ah, apropos Sanitäter, der RTW ist schon da. Ja, Arm abgesägt oder so, hä? Hoppala, was war das denn? Oder zur Absicherung der Leute. Könnte ja vielleicht ein gefährlicher Einsatz sein. Da drüben steht doch schon der Einsatzleitwagen. Beim Abschlusslehrgang. Na. Na los, ihr alle. Absitzen. Oh nein, der wird also jetzt wir machen die Tipps Befehle. Geben, ey. Ja, wir machen Befehle. Der sagt der was. Der Absitzende. Die Weste steht dir schon mal. Dann fangen wir gleich an. Als erstes begehen wir den Einsatzort und gucken, womit wir es zu tun haben. Wir sollten auch mit dem Anrufer sprechen. Er kann uns bestimmt wichtige Informationen geben. Komm mit. Komm mit. Düm, düm. Der rennt. Er rennt so ein bisschen Slow-Mo. Ja, ja. Ah, hallo. Es ist furchtbar. Einfach schrecklich. Mein Kollege Rainer hat oben im Büro zu hart gearbeitet. Da ist direkt ein Feuer ausgebrochen. Noch dazu ist das Regal direkt vor der Treppe umgestürzt. Und jetzt kann Rainer nicht mehr entkommen. Sie müssen ihn retten. Er schuldet mir noch Geld von der letzten Wette. Okay. Weißt du noch, die Hütchenwette? Ich verstehe. Dann sorgen wir mal dafür, dass Rainer seine Wettschulden ablöst. Ablöst? Ach, keine Ahnung, was das steht. Ey, was soll denn das? Gehen Sie bitte beiseite. Alles klar, gehen Sie bitte auf sicheren Abstand. Wir übernehmen ab jetzt. So. Ihr Jungs schafft das. Ich stell mich da drüben hin. Dann lass uns mal in die Halle gehen. Die gute Hütchenwette. Und selbst ein Bild von der Lage machen. Aber das ist echt ein Problem, dass die Dinger nicht zu erkennen sind. Die ja, Texte. So hart gearbeitet, dass einfach oben alles explodiert ist. Ah, ja, ich explodiert ein Feuer ausgebrochen. Und dahinter kommt schon der Rauch aus dem Raum. Du solltest wahrscheinlich schon einen RTW nachalarmieren. Der Grill läuft bestimmt brauchen. Schon. Außerdem werden wir das Regal wohl erst beseitigen müssen, damit wir zu Rainer kommen und das Feuer bekämpfen können. Hallo, Rainer nimmt seine Rolle ja richtig ernst. Der Grill läuft bestimmt schon. Guck mal, die Leute, die haben sich schon alle super hingestellt. Hier ist ein Hydrant. Damit kannst du eine Wasserversorgung aufbauen. Ich kenne das, mache ich. Dafür habe ich Leute. So, damit hast du einen Überblick über die Situation. Ab jetzt ist das hier dein Einsatz und alles hört auf dein Kommando. Denk daran, ruhig zu bleiben und überlegte Entscheidungen zu treffen. Jede Entscheidung kann den Einsatzverlauf verändern und beeinflusst die Sicherheit deiner Kameraden. Falls du nicht weiterkommst, sprich mich an. Dann bekommst du einen Hinweis, wie du weitermachen kannst. Okay, Challenge, dass wir ihn nicht ansprechen. Da ist der Kommandomodus. Ah, Tatsache, es wird nach der Tactical View erklärt. Das war das Wort, was ich ganz gesucht habe. Mann, warum sagst du das jetzt? Als Gruppenführer kannst du Kommandos im taktischen Übersicht geben. In der taktischen Übersicht. Öffne sie mit der Leertaste und wähle dort ein Fahrzeug aus, um den Einsatz zu organisieren und deiner Mannschaft Kommandos zu geben. Nachdem du ein Kommando ausgewählt hast, drücke erneut Leertaste, um das Kommando zu bestätigen und deine Kameraden an die Arbeit zu schicken. So, den kennen wir ja schon ein bisschen aus der, wie nennt man das, Berufsfeuerwehr. Der RTW, der ist anscheinend schon nachalarmiert worden. Finde ich gut. So, dann haben wir Einsatz organisieren. Was haben wir hier? Zusammenpacken? Ne, da wollen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Löschwassereingang, den brauchen wir. Das können die erstmal anfangen. So, außerdem brauchen wir technische Hilfeleistungen. Ich denke mal, das wird Türöffnung sein. Das mit dem Regal. Ja, Regalöffnung ist zu spezifisch. Naja, das wird aber halt irgendwie sowas sein. So, dann bauen die nämlich auf jeden Fall schon mal eine Wasserversorgung erstmal auf. Und außerdem brauchen wir dann für... Kannst du noch Verteiler legen? Den Löschangriff, einen Löschwasserabgang, genau. Da hast du recht, Pascal. Den würde ich einfach mal dorthin packen. Wenn das Regal weg ist, können wir dann auch das C-Rohr legen. Genau, es sind nämlich so alle hier einigermaßen beschäftigt. Na gut. Der Wasser, der Schlauchtrupp oder Wassertrupp hier, ne? So, schau mal zu, wie das Regal da wegmachen. Ach, hat er schon. Hat er da irgendwie weggeklemmt, weggeflext. Durchgeschnitten, ja, ja. Personenrettung? Ja. Verkehrsunfall? Nee. Technische Hilfeleistung? Nee. Hm.
Was haben wir hier noch? Nee, gibt's nicht so wirklich, oder? Ich bin meistens wäre unter technische Hilfeleistung gewesen. Ach so. Sie können Ihren Kollegen Heinz beruhigen. Er macht sich schon große Sorgen. Er wartet am Hofeingang. Okay, das hätten wir machen müssen. Heinz macht sich Sorgen um mich, dass ich das noch erleben darf. Danke, ich gehe direkt zu ihm. So, das haben wir auch direkt selber gemacht. Aber jetzt ist die Quest... Jetzt rennt er weg und mit ihm reden, ne? Die Quest ist trotzdem noch da, oder wie? Muss vielleicht nochmal mit ihm reden. Jetzt gucken wir alle zu. Auch gut. Danke nochmal. Mir geht's soweit gut. Du kannst dich jetzt ganz auf den restlichen Einsatz konzentrieren. Die haben exakt die gleiche Frisur und haben exakt das gleiche an. Und exakt die gleichen Ohren. Naja. Jetzt sind sie ja Geschwister. Was bist du denn hier so entspannt? Renn! Hier, aber der rennt mit seinem Vollstrahlrohr da. Naja. Dem war der Schlauchtragekorb wohl zu, schwer. Wie heißt das? Zu schwer. Können vielleicht noch einen Rauchvorhang setzen, einfach zum Spaß. Ja, kann man machen. Nicht in die restliche Halle zieht, der Rauch. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Naja, da in die Tür einen Rauchvorhang setzen, damit die ganze Halle ja nicht zugeraucht wird. Ja, okay. Oder so. Ich würde sagen... Glutnetzter, ja, genau, Glutnetzter. So heißt der Mist. Oder belüften. Oder belüften, okay. Dann wenn sie sagen, es gibt keine Glutnetzer, dann belüften mal. So. Ist jetzt trotzdem noch ein Rauchvorhang? Ich weiß es nicht. Also bisher hat es keiner gemacht. Naja, vielleicht haben sie auch gemerkt, dass es sinnlos ist, weil Brand ist bereits zu Ende. Ja, das kann sein. Nee, wir reden mit dem Schulter. Das Ding ist, der Charakter, der übernimmt halt eine KI die Aufgaben, sobald man... Man kann im Tactical View, wenn man da drin ist, kann man auch dann einfach andere Leute anklicken und wird dann direkt zu einer anderen Person. Also man kann auch über den Tactical Viewer die Rolle switchen. Theoretisch. Außer in der Berufsfeuerwehr. Das ist natürlich nicht möglich, aber in der BF ist es möglich. Boah, das wird schon. Reichen wir mal mit unserem Schulz. Dann reden wir mal mit dem. Das Feuer ist gelöscht und Rainer ist in Sicherheit. Damit hast du die Kernaufgaben des Einsatzes gemeistert. Gute Arbeit. Gut, dass du das Regal entfernt hast. So hast du deiner Mannschaft einen guten Zugang ermöglicht. Ja. Auch wenn wir keine Geländer wegflexen können. Direkte Belüftung mitführen, wäre hier zumindest ein Rauchvorhang angebracht, damit der Rauch nach draußen und nicht in die Halle abzieht. Damit ist der Einsatz fast abgeschlossen. Nur noch zusammenpacken, dann könnt ihr abrücken. Sobald du dich umgezogen hast, treffen wir uns in meinem Büro. Krieg ich denn eine Medaille? Guck mal, das sieht doch da oben schon viel besser aus hier. Ja. Also beim nächsten Mal Rauchvorhang. Und das schon ein bisschen eher. Und nicht erst gegen Ende, wenn es vorher schon gelöscht ist. Informationen sammeln. Hier sind wir durch. Wir treffen uns gleich in meinem Büro. Danke, hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Sehr gut. Ich würde sagen, das klingt jetzt nach Feierabend. Ja, so ein bisschen schon. So, und dann können wir hier gleich nochmal zusammenpacken. Mal dem ganzen Gewusel zusehen. Jo. Ich würde sagen, auf der Rückfahrt kommen wir dann unser endgültiges Urteil über die Freiwillige Feuerwehr fällen, weil gesehen haben wir jetzt ja eigentlich alles, was man so sehen kann hier, ne? Definitiv. Also man kann jetzt auch bestimmt noch weitere Einsätze weiterspielen, aber naja, klar. Die Lehrgänge sind dann durch und es kommt nichts Neues mehr dazu. Das ist schön, wenn man nichts machen muss. Der Unterschied, die BF ist ja open, die kann man unendlich lange spielen und die FF, naja, da bist du halt irgendwann am Ende angekommen. Von den Lehrgängen zumindest. Ja. Guck mal, ich helfe sogar mit. Bin ich nicht was gut. Was hier halt eine Art Story gibt ja auch. Naja, was heißt Story, ne? Eine Art Story. Eine Art Lehrgang. Aber es gibt doch Elemente, die wiedergekommen sind. Zum Beispiel die Hütchenwette.
die beiden abgeschlossen haben. Das war darauf bezogen. Ja gut, das kann sein, ja. Wir haben doch gewettet, dass, ob du alle Hütchen, ob du beim Fahren da alle Hütchen Dingens stehen lässt oder ob du eins umfährst. Aber du hast alle stehen lassen, deswegen gut, hat Rainer dem anderen noch Geld geschuldet dafür. Ob das jetzt die Wette ist, auf das die bezogen haben? Ich wette schon. Kann schon sein. Ich wette schon, dass wir das Running Gag drin gelassen haben. Was ist das hier für, wie sauber das hier aussieht, auf die Decke hier. An was hat er so hart gearbeitet? Als ob da eine drin gestanden hätte in dem Raum hier. Naja, an was haben die so hart gearbeitet? Er hat wahrscheinlich so einen alten Windows XP-Laptop, hat da irgendwie was 4K rendern wollen, dass er explodiert oder so. Genau. Wahrscheinlich. So funktionieren Computer, weißt du? Ja, die explodieren einfach, wenn die keine Lust mehr haben zu arbeiten oder überfordert sind. Hast du auch eigene Erfahrungen mit Überfordern beim Rendern, ne? Ist auch explodiert direkt. Das hatte ich jetzt auch erst vor kurzem. Dass der fast explodiert wäre, mein PC. Mehr dazu aber im News and Neues, das schon raus ist oder noch rauskommt in den nächsten Tagen, irgendwie sowas. Ja. Ist ja gerade sowieso ein bisschen chaotisch. Aber mehr dazu auch im News and Neues. Jo, definitiv. So, aber gut, Eigenwerbung, kommen Check. Kommen wir zum Fazit, was Pascal da schon so angekündigt hat. Ich muss sagen, es ist. Klar, wenn das jetzt halt so zwei so durchgehst, das ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt im Singleplayer sozusagen alleine, ohne jetzt zu kommentieren etc., dich das anguckst. Ich finde, dafür ist es auch wirklich gut gemacht, weil du hast halt immer noch so, du hast halt so NPCs, mit denen du reden kannst, klar. Ich finde, das ist halt eine sehr schöne Story, was du auch schon meintest hier, mit, dass du halt die Lehrgänge hintereinander weg hast, dass du halt so ein bisschen Fortschritte mal hast, dann hast du ein paar Einsätze dazwischen. Ich finde es allgemein eigentlich ganz gut. Also dafür, dass es ein DLC ist, ne, ist es ja auch eine ganze Menge an Content. Ein gratis DLC, ja, ein gratis DLC. Es ist ja nochmal eine ganze Menge an Content. Das hatten sie ja nur gesagt, das ist einfach, das ist wenn sie das direkt zum Release mitgebracht hätten, hätte es einfach den Release noch mehr verzögert. Ja, also, ja. Die Frage war es anderthalb Jahre später fertig nach Release, auch wenn man den Release wahrscheinlich noch ein halbes Jahr verschieben können, aber dazu haben wir uns, glaube ich, auch schon ausreichend geäußert. Und ich muss sagen, also ich finde dieses Gratis-DLC unglaublich gut. Ja, also, gerade dafür, dass es halt nochmal einfach ein DLC ist, was mal dazukommt. Du hast diese freiwillige Feuerwehr und du lernst halt von der Pike auf alles Mögliche. Von wie sind die Einheiten aufgebaut, wer macht was und wie geht das alles und so fort. Und wirst du mit so einer Art Story über diese sechs Lehrgänge da rangetastet. Finde ich einfach sehr, sehr gut gemacht. Man lernt alles und ist jetzt eigentlich perfekt gewappnet, dann am Ende noch die Tactical View kennengelernt und hat sich hier so ein bisschen eingelebt und ist jetzt eigentlich perfekt dafür ausgerüstet, um in die Berufswelt zu gehen. Ja. Klar, es gibt auch noch ein kurzes Tutorial, das haben wir damals nicht gezeigt, weil das, glaube ich, ganz am Anfang noch nicht fertig war. Das kann sein, ja. Das ist ein bisschen später fertig geworden, das Tutorial, das war am Anfang noch stark verbuggt zum Teil, wo man halt eben auch so alles schnell lernt, aber da lernt man einfach nur die Dynamiken von wie löschen und was auch immer, was dann einfach auf kurz ausgelegt ist, während man hier halt eben nach und nach alles ausführlich mit so einer Art Story lernt und sich dann halt eben, also man hat also diese Art Story jetzt hier und hat jetzt die Freiwillige Feuerwehr durchgespielt und kann dann in die Berufsfeuerwehr in diesen Open-Modus gehen, wo man ganz viele bunte Einsätze hat, die einfach kunterbunt durchmischt sind und wo man alles Mögliche machen kann und sich auch frei aussuchen kann, welcher Charakter man sein möchte, wenn man sich sagt, keine Ahnung, mir macht Angriffstrupp am meisten Spaß, mir macht Maschinist am meisten Spaß. Ich möchte lieber Gruppenführer sein, ganz im Tactical View sein. Gut, du musst den Berufsfeuerwehr Tactical View machen. Ja. Aber was ja noch ein Kritikpunkt von mir ist, dass man Tactical View in der Berufsfeuerwehr nur machen sollte, wenn man auch Einsatzleiter oder Gruppenführer halt eben ist. Und ansonsten das automatisch gesteuert wird vom Gruppenführer oder Einsatzleiter. Boah. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Oder dass man das zumindest umschalten kann in den Einstellungen. Irgendwo. Ja, oder dass man es in den Einstellungen umschalten dass kann. Dass man sozusagen Tactical Damit View hast du ja allen recht. Beim Gruppenführer nur aktivieren kann. Also ich glaube, was mir gerade noch ist, eingefallen ist, darf ich noch mal ganz kurz was sagen, bitte? Dass man hat auch viel Hintergrundinfos. Also was man jetzt so gar nicht im Gameplay jetzt hat, dass man noch mal irgendwelche Infos zu Hintergrund, wie die Feuerwehr in der Realität auch arbeitet, dass du da nochmal so ein paar Infos gerade hast, gerade bei den ersten Lehrgängen nochmal dabei hast.
sowas wie die Gruppeneinteilung oder so, das sind ja, das kann man sich zusammenreimen, wenn man die in den Namen liest, aber dass man da nochmal so ein bisschen Infos bekommt, das finde ich eigentlich ziemlich auch gut. Also allgemein kann man sich kaufen, das gratis DLC. Ja, für den Preis, ne? Tobi Raptor in Field. Ja, also ich muss sagen, also wir können beide was sagen. Damit sind wir durch. Sorry. Ich bin sehr zufrieden mit deinen Fortschritten. Ja, okay, gut. Ja, jetzt. Das war jetzt ein krasses Gespräch. Also, aber ich würde sagen, also wir beide sind durchgehend positiv von begeistert. Von der Berufsfeuerwehr waren wir damals nach der ersten Staffel, hatten wir auch so ein Resümee gezogen, die wir da uns gemacht haben. Da waren wir, das war ja so ein bisschen durchwachsen. Einfach weil noch viele Bugs sind fort, wo man sagen muss, also wenn wir jetzt doch mal, wenn wir das Ganze jetzt erst aufnehmen würden in der Berufsfeuerwehr, würde das Resümee wahrscheinlich auch deutlich positiver ausfallen. Und ich glaube, wir können auch schon anteasern, dass es nochmal Notruf hier in der Berufsfeuerwehr geben wird. Ja, das wird definitiv. Es gibt ja noch solche Leckerbissen wie der Dachstuhlbrand und die Funktion der DLK. Also zum Beispiel aktuell, was ich gehört habe, ist, dass die DLK gerade nicht ordentlich funktionieren soll, weil die dort an der DLK gerade alles mögliche umpfuschen, die komplett umbauen und neu machen, ne? Damit man die ordentlich benutzen kann. Dann zum Beispiel Schaum muss ja wahrscheinlich auch noch kommen irgendwann. Also wenn das dann drinne ist, hätte ich richtig Bock auf Dachstuhlbahn und so weiter und so fort. Und dann die Berufsfeuerwehr nochmal bugfrei durchzuspielen. Ja, definitiv. Also durchzuspielen im Sinne von viele verschiedene Einsätze zu erleben. Ja, halt nochmal möglichst viele Einsätze zu sehen, weil die erste Staffel davon ist jetzt auch schon 2 Jahre, glaube ich, her, fast. Und die 2 Folgen aus der 2. Staffel, ja, da reden wir nicht drüber. Ja. Aber gut. Ich muss allgemein zum Spiel sagen, also für den Preis, ich glaube 25 Euro sind es doch, die man dafür zahlt, ist das Spiel Hammer. Jo. Mit Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr. Und was man jetzt auch gehört hat, ist ja, war ja, glaube ich, vor einem Jahr oder so, da wurde ja mal angekündigt, dass die an einem Polizeidlc arbeiten, von dem habe ich seitdem ja nicht mehr wieder gehört. Was ich aber gehört habe, ist, dass sie jetzt auch an einem Wechsellader-DLC arbeiten. Was auch ganz spannend klingt. Also der Content wird auch nicht ausgehen. Wobei ich glaube, selbst wenn man Feuerwehr mag und sofort mit Berufsfeuerwehr, wird es auch nicht ausgehen. Außer man hat alle Einsätze irgendwann 3-mal durchgespielt. So wie die letzte Folge. Aber gut. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Mit Notruf hier. Machen wir noch eine Folge eigentlich? Oder, nee, ne? Und dann machen wir lieber von der Berufsfeuerwehr, weil da hat man mehr Einsatzkräfte, das ist noch ein bisschen mehr Action. Auch mit dem Tactical View, der jetzt noch dazu gekommen ist, klar. Hier ist es dann ja letztlich Berufsfeuerwehr im kleinen Maße. No. Nur, dass man noch von zu Hause losrennen muss. Gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Neues. Die müsste ja so um Silvester rauskommen tatsächlich, ne? No. Das ist ja... kurz auf den Kalender schauen. Sonntagmorgen müsste, morgen ist heute Abend. Heute Abend, wenn der Samstag rauskommt, am 31. Ist Silvester. Ah, ja. Auch mal wieder was. Lustig, schon wieder ein Jahr vorbei. So ein Mist. Na gut, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, guten Rutsch und ein schönes neues Jahr wäre es morgen. Ach, egal, ich komme mit diesen Grüßen immer durcheinander. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.